Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal mit dem Spiel Osiris New Dawn. Das Spiel kam am Donnerstag, den 29. raus. Und was man da machen kann, mal gucken. Ich habe es natürlich auch mal schon mal ein bisschen angezockt gehabt, probiert. Und wie lange wir überleben werden, mal gucken. Aber bis dahin werden wir erstmal gucken, wie wir zusammen zurechtkommen. Wenn Wünsche und Anregungen da sind, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß und los geht's. Ich glaube, ich werde mal die ein bisschen runter machen hier. Am besten die Musik mal ein bisschen runter machen. So. Die ganzen. Ach, warte, weißt du was? Machen den Sound mal hier so ein bisschen runter. Müssen wir halt mal testen, ob wie es passt und so weiter. So, Private Universe. Hab jetzt natürlich auch schon anderes mal anprobiert. So. Refresh. Kann ich denn ein eigenes mal machen irgendwie? Nein, anscheinend nicht. Ob Singleplayer jetzt geht oder ob er es immer noch nicht möchte. Nö, will er nicht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum er das so nicht möchte. Lass mal komplett mal neu beginnen. Delete, genau. Jupp. Werden wir ein neues Spiel beginnen. Machen wir mal auf Powerful. Noch auf der Intangibles lassen. Wenn wir das Ding mal oben auf Create. Oh, Points per Level Up machen wir mal ein bisschen höher. Den machen wir auch mal ein bisschen höher. Gut. Es kam ja heute halt auch ein neues Update raus. Und daher, ja, mal gucken. Gut. Lassen wir den einfach mal auf Level 2. Was mir halt auch sehr gut gefällt bei diesem Spiel ist, es ist halt eine Mischung aus Space Engineers, No Man's Sky, ARK und Wasp so ein bisschen. Und selbst auch dieser Ladebike ist einfach nur Hammer. Und ja, mal gucken. Wie lange diese Folgen gehen werden, weiß ich noch nicht so ganz genau. Vielleicht 20, 30 Minuten, mal gucken. Aber das werden wir dann noch gemeinsam sehen. Prost. Proteus 2, dritter Mond von irgendwas Prime, okay. So, mit Tab öffnen wir mal sozusagen unser Inventar. Damit wir sagen, das Patch Tape benutzen, sozusagen das Duct Tape oder Klebeband auch genannt. Und ja, gut. Das ist schon unsere Drohne. Mit V können wir also unseren Bäume mal ein bisschen angucken, wie wir aussehen. So. F können wir Sachen aufnehmen. So, erstmal alles mitnehmen hier. Gut. Da hinten sehe ich schon irgendwas Grünes und auch schon wieder so ein dummes Vieh. Da hinten ist schon irgendwas Grünes. Ich muss sozusagen die Waffe wegstecken. Was haben wir hier Feines? Okay. Scheint eine Verteidigungsdrohne, die auf uns... Gut. Also wo sind wir runtergekommen? Wir sind also auf einen feindlichen Alien-Planeten runtergekommen, wo es keine Luft zum Atmen gibt, oder zumindest nicht bewusst, dass es Luft zum Atmen gibt. Wir probieren irgendwie zu überleben. Als erstes werden wir den da benutzen. Wo bauen wir die am besten hin? So, machen wir hier hin. Gut. Yippie. Oh, speichern gehen. Sagt er mir. Search for minerals to build a forge, okay. Open Inventory. Packen wir mal das rein. 2 davon rein. Eigentlich können wir die erstmal alle reinpacken. Obwohl. Ist da was? Wir nehmen das erstmal raus wieder. Und packen dann wirklich eine Werkseinrichtung. Volle Sachen rein. So, was brauchen wir jetzt? Wir sollen eine Forge bauen. Forge kostet Eisen, Titan und Plutonium. Eisen und Aluminium, okay. Gucken wir uns mal um. Schon gesehen, da hinten ist irgendwas grünet. Könnte Plutonium sein, ich weiß es nicht, weil Plutonium ist bei mir immer grün, ich habe Uran. Aber erstmal gucken. Ja, oben rechts, wo die Kamera jetzt ist, dahinter ist halt sozusagen der Missions Log, wo man halt dann die einzelnen Missionen dann halt sozusagen angezeigt bekommt. Das ist aber halt alles nur hinter der Kamera. Ansonsten ist alles soweit. Ja. Eisen, was ist dahinter? Warte mal. Hier ist Aluminium, cool. Perfekt, gleich mal mitnehmen. Ich weiß zum Beispiel auch nicht. Irgendwann geht dieser blaue Balken von meiner Drohne runter, ist komplett leer. Wenn man diesen wieder auffüllt, keine Ahnung. So, Aluminium. Und gleich mal ein bisschen Eisen mit. Machen dann gleich mal eine Truhe, sozusagen als erstes, würde ich sagen. So, dann müssen wir natürlich auch noch Titanium finden. So, wo ist meine... Da ist meine Drohne. Sagen. 1. Open Inventory. Mit Shift, Linksklick könnt ihr die ganzen Sachen direkt reinpacken. Was ich halt auch sehr nett finde. Also mir nicht immer... Ja. So, wir brauchen Titanium und Plutonium. Gucken, ob wir... Also Plutonium, vermutlich wirklich mal da drüben, dieses Grüne. Wir können natürlich auch ein bisschen fliegen, wenn man es gerade sieht. Ach, Kupfer. Kupfer ist auch gut. Brauchen wir ein bisschen Kupfer mit. Da ist schon wieder so zwei Viecher. Ja, Kupfer. Hier. Eisen, okay. Was ist denn da oben? Ein bisschen rennen hier. Oder? Titan, perfekt. Also man kann anscheinend auch seinen Charakter, den man erstellt hat, auch auf andere Server sozusagen übertragen. Was ich nicht mal schlecht finde, aber das wird mit Sicherheit später auch ausgenutzt, dass man auf einem neuen Server anfängt, so nach dem Motto, und schon mal Level 20 ist. Das finde ich dann so ein bisschen, ja, gut. Kann man machen, muss man aber nicht. So, Droni. Du bekommst mal ein bisschen Sachen wieder rein. Dann gucken wir uns mal wieder hier um. Hier da hinten steigt irgendwas auf. Und ein blaues Gas, okay. Lass mal Titan abbauen. So. Davon haben wir was reingepackt. So, jetzt haben wir doch hier davon auf jeden Fall was. Dann werden wir mal ein bisschen gucken, dass wir... Da gibt es schon wieder irgendwas. Irgendein Mineral. Irgendein Erz. Drüben diese Felsformation sieht auch sehr, sehr, sehr seltsam aus. Wieder, die da drüben, die da dort. Aber da will ich mich jetzt mal nicht drum kümmern. Ich werde mal gucken, was drüben dieses komische grüne Erz ist. Und dann fangen wir mal an. So, Kupfer hatten wir, glaube ich, ein bisschen was noch da gehabt. So. Ach Gott, was ist das denn jetzt? Ob denn nicht ein Sandsturm? Really? War die jetzt? Oh. Naja, gut. Sandsturm hin oder her. Wir müssen kurz gucken, was wir hier machen. So, Aluminium nehmen wir trotzdem noch mal was mit. So. Gut, da haben wir auch noch ein bisschen Aluminium, das reicht erstmal. Aber Eisen brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Die können wir, glaube ich, auch noch irgendwie einfärben, hatte ich so mitbekommen. Aber warte mal, den nehmen wir mal raus und den nehmen wir mal raus. Machen da hat man wieder 1. Aluminium. Mal das rausnehmen. Ein bisschen mehr Platz drin. So, Titanium auch nochmal kurz raus. Zusammenfügen. Und wieder reinlegen. Gut, jetzt haben wir damit. Also wir können ja die Drohne irgendwie anders einfärben. Was sind wir das? Was wir da einfärben? Und selber einfärben, das ist nicht so klug. Gucken. Ja, wir haben uns selber eingefärbt. Hm. Ich wollte jetzt wieder damit dich erreichen. Moment. Primary. So. So, gut. Ist ein bisschen eingestaubt jetzt, aber gut. Passt schon. Sind immer dieses Vieh her. Ach, nee, oder? Oh, dann war ein Vieh. Was ist denn jetzt hin? Mit. Ist weg. Also einfach geflohen. Weg, okay. Hm. Komisch. Zum Beispiel jetzt hat er überhaupt gar keinen blauen Streifen mehr. Ich weiß auch nicht, wie ich den wieder ihn hinzufüge. Hm. Komisch. Gut, dann gehen wir mal jetzt mal rüber und gucken mal, was dieses grüne Zeug ist. Das ist auch so ein komisches Vieh. Oh, mal gucken. Mal die Waffe ziehen. So. Okay. Junges Crab-Monster. Wow. Der Kampf ums Uran hat begonnen und wir haben gewonnen. Hahaha. Ha, ha. So, oh, du müsstest, ich glaube, ich muss dich mal reparieren, Troni. Nein. So, folge uns trotzdem mal. Gut. Wir werden mal die erste Folge so um die 30 Minuten machen. Und die restlichen Folgen dann um die 20 Minuten. Hab ich gerade mal so entschieden. So, wo bist du, meine kleine Drohne? Holst du die gar nicht auch selber, oder? Ich glaube nicht, dass die sich selber erholt. Das glaube ich nicht so gut. Kolonie. Ah, okay. Dann nehmen wir uns unsere Kolonie, halt Kolonie 27263. Gut. Ist hier noch mehr Plutonium? Sieht nicht so aus, schade. Ich würde dich gerne reparieren, Drohne. Huch. Ist gemacht? Okay. Dich selber. Willst du dich selber reparieren? Und komm mit. Gehen wir erstmal zurück. Also bis jetzt macht das Spiel mir wirklich auch sehr viel Fun. Selbst auch schon von der Grafik her. Also sieht schon richtig nett aus. Auch dass, wenn man aufkommt, dass man halt wirklich ja, dass halt wirklich auch der Staub aufwirbelt und das halt, was man dadurch halt wiederum auch also gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut das Spiel. Und ja, mal gucken, wie es sich weiterentwickelt, weil es kam ja jetzt wirklich vor kurzem erst in die Early Access Version. Kann man ausrichten. Gut. Und da muss man einfach mal gucken. Da ist schon wieder so ein Krabbenvieh. Kann ich dich dann irgendwie reparieren? Warte mal. So, den kann ich reparieren. Kann ich dich dann irgendwie reparieren? Wie nennen wir dich dann am besten? Sagen wir mal Wilfred. So. Kann ich dich jetzt eigentlich irgendwie reparieren? So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir mal ein bisschen... Da steht ja irgendwie, dass man dieses Tool zum Reparieren von Strukturen, Wellen, Fahrzeug und Ruinen benutzt. Und ich würde das Ding ja gerne benutzen, aber irgendwie... Ja, Wilfred. So, Inventar. Mit einfach mal alles raus, auch wenn ich dafür ziemlich am Arsch bin, weil ich mich nicht mehr bewegen kann. Aber das macht jetzt erstmal nichts. So. Bauen wir mal hier so eine Truhe oder halt eine Lagerbox hin. Genau. Und daneben gleich nochmal die Fortune. So, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Und bauen wir sie dahin. So. Plop. Gut. Search for Mineral to build Habitat. Was brauchen wir für ein Habitat? Ein Habitat brauchen wir Stahl und Glas. Ja, Stahl und Glas. Da brauchen wir nochmal Stahl und Glas. Also diesen Dome können wir überall mit hinschleppen. Okay. So. Brauchen wir auch nochmal Stahl und Glas. 1. Ach ja, da war ja was. Dahin fliegen? Nein. Gut, das Problem ist, was wir jetzt haben, droppen, dass wir jetzt viel zu schwer sind. Oh, dürfte eigentlich reichen, damit wir uns wieder bewegen können, genau, perfekt. Gut, packen wir erstmal hier ein bisschen was, erstmal alles rein. Oh. Auch nochmal die ganzen Magazine für die Waffe. Zweimal Wasser. So, die splitten wir mal alle mal schnell hier. Und den da auch noch mit rein. Perfekt. So. Gut. Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall wahrscheinlich Aluminium, Eisen, Titan und Kupfer. Plutonium brauchen wir, glaube ich, nicht. Mal hier reingucken in die Forge. Dann in den Brennofen. So, wir brauchen Magnesium. Ja, gut. Wir haben kein Magnesium, glaube ich. Also packen wir das ganze Zeug zurück. Wo finden wir Magnesium? Ich würde dich ja gerne mal wirklich... Ja, ich... Gut. Patrol und Mine kann ich machen. Der Target. Na, jetzt geh. Gut, der geht jetzt für uns meinen. Dort hinten haben wir schon wieder so eine Drohne, so ein anderes Teil. Wir gehen mal schnell mal hier rein und ein bisschen abspeichern. Nochmal. Gut. So, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Trinken. Wir brauchen... Ach, dieses Quench ist Wasser, okay. Und wir brauchen eine Kartoffel. Gut. Batterie ist voll. Gut. Wo war der jetzt? War der... Bringt der direkt hier rein? Das wäre geil, wenn er direkt hinbringen würde. Was macht er da jetzt? Der ist da am Verarbeiten? Ja, das sehe ich auch. Haben da zurückgefahren. Ja, ich werde jetzt mal schnell gucken, was er jetzt genau macht. Wir sind auch schon am Ende unserer ersten Folge. Und... mal gucken, wo er jetzt hinfährt. Dann was er macht. Aber macht er hier irgendwas? Nein. Also, bringt er das jetzt hier rein? Was macht er jetzt da genau? Muss man eben... die ganzen Erze mal nochmal rausnehmen. Also einfach alles nochmal rausnehmen. Dann packen wir zuerst das rein mit der Waffe. Dann die beiden. Nahrung. So. Dann Plutonium. Haben wir Plutonium? Nein. Doch da. So, danach Aluminium. Mhm. So, Titanium, Eisen. Gut. Heißt, die sind alle da drin. Mal gucken, was er jetzt macht. Da hockt der jetzt direkt vor mir, ob der irgendwo packt. Dann packt er direkt hier rein. Die packen wir erstmal alle jetzt mal hier rein. So, Magazin da oben ran. Jetzt war er da wieder. Tatsache. Er packt es also direkt. Das ist ja cool. Gut, das war's dann von mir halt auch. Ist da irgendwie winkt? Ne, war? Egal. Das war's von mir für die erste Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen kleinen Like da. Ansonsten halt nicht, das ist euch überlassen. Dann sehen wir uns mit Sicherheit auch an den nächsten Tagen wieder. Zur kleinen Info jetzt mal abseits von, nicht weiß abseits von Osiris. Und zwar gibt es bei mir ja auch noch zwei andere Let's Plays, einmal Minecraft, einmal Elfenkolonie. Elfenkolonie wird es bald wieder geben. Bei Minecraft weiß ich gerade nicht, was ich mache. Das mal bitte auch mal ein bisschen so zu entschuldigen. Und ansonsten wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Tag heute. Und dann sehen wir uns natürlich auch die nächsten Tage wieder. Okay, tschüss!